Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Vlog-Folge. Neben mir seht ihr meinen besten Freund, treuesten Begleiter, meine große Liebe, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall bedeutet dieser Rolli mir extrem viel. Mittlerweile seit 3 Jahren begleitet er mich durch mein Leben. So viele Fragen gibt es von eurer Seite über meinen Rollstuhl und deswegen habe ich jetzt 5 Fakten für euch vorbereitet. Der erste Fakt. Es geht um die Reichweite. In der Regel fahre ich zwischen 20 bis 30 Kilometer, bis der Akku tot ist. Das heißt, ich komme in der Regel so 2 bis 3 Tage ohne Laden aus, außer ich bin extrem viel unterwegs. Ich persönlich lade meinen Rollstuhl jede Nacht, damit ich spontan sein kann und nicht abhängig davon bin, wie voll mein Rollstuhl ist. Denn ich möchte mir nicht vorstellen, was passiert, wenn mein Rollstuhl mitten in der Pampa ausgeht. Nummer 2. Viele von euch fragen sich, wie ich meinen Elektrorollstuhl überhaupt auflade und wie lange ich dafür brauche und so weiter und so fort. Die Gesamtladezeit für meinen E-Rolli beträgt 7 Stunden, wenn mein Akku komplett leer ist. Ich mache das meistens in der Nacht oder wenn ich es mal verpeile zwischendurch. Viele von euch fragen sich auch, wie ich ihn denn auflade, ob ich irgendwie eine Zapfsäule muss. Es gibt eine andere Lösung, nämlich diese hier. Das ist ein Aufladegerät extra für den Elektrorollstuhl. Mit diesem Stecker kann ich ganz normal an die Steckdose und mit diesem Stecker kann ich meinen Elektrorollstuhl anschließen. Fakt Nummer 3. Mit meinem Rolli bin ich super wendig und kann einige Hürden überwinden. Zum Beispiel eine Stufe von 15 cm ist kein Problem für mich. Allerdings wird es danach etwas schwieriger. Eingeladen und ich freue mich schon sehr. Oh. Durch meinen Mittelradantrieb kann ich mich sogar auf der Stelle drehen und bin so super wendig. Darüber hinaus kann ich mich mit meinem Rollstuhl 30 cm hochfahren, was ganz schön praktisch ist, wenn man sich mal eben ein bisschen Respekt verschaffen möchte. Was fällt Ihnen ein? Sie können sich nicht alles erlauben, nur weil Sie im Rollstuhl sitzen. Ich hatte Sie nicht richtig verstanden. Haben Sie ein Problem? Außerdem kann sich mein Rollstuhl auch in die Liegeposition bewegen. Aber zum Schlafen gehe ich immer noch ins Bett. Fakt Nummer 4. Mein Rolli wiegt irgendwas zwischen 150 und 200 Kilo. Und das bedeutet, dass man mich nicht mal eben so in die Bahn reinheben kann. Außerdem könnte dieser Rollstuhl auch mit diesem Gewicht für meine Mitmenschen gefährlich sein. Und deswegen fahre ich immer sehr vorsichtig und verantwortungsbewusst mit ihm. Umdrehen! Fakt Nummer 5, die Geschwindigkeit. Bis zu 6,7 km/h schnell kann ich mit meinem Rolli fahren, was so auf offener Straße für mich jetzt nicht so schnell ist, aber wie gewohnt laufen die Menschen ja entspannt durch die Straßen und wenn ich dann noch meinen Bus kriegen muss, muss ich ganz schön Gas geben. Das war's mit den 5 Fakten zu meinem Rollstuhl. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, dann lasst einen Daumen oben da, kommentiert gerne die Folge mit weiteren Fragen oder mit Fakten von euren Rollstühlen und abonniert den Kanal der Aktion Mensch, damit wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Bis dann!